Hallo, liebe Schachfreunde. Vielleicht könnt ihr es schon nicht mehr hören. Heute geht es um Corona. Aber um Corona-Schach. Na, und das klingt ja schon ein bisschen interessanter und die Stellung ist vielleicht auch ein bisschen interessanter. Ja, ist also kein Fehler. Hier sind jede Menge Türme zu sehen. Die Schwalbe hat einen Wettbewerb ausgeschrieben vor ein paar Monaten. Da ging es um Schachaufgaben mit Corona-Bedingungen. Und wie die Corona-Bedingungen sind, das kann man hier, glaube ich, schon sehen. Die Steine müssen alle einen Abstand haben von mindestens einem Feld. Das heißt also zwischen zwei Steinen, wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, muss immer ein Feld frei sein. Allerdings dürfen sich Steine natürlich schlagen, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Diese Aufgabe hat zwar den Wettbewerb nicht gewonnen, ist aber besonders originell, stammt von Mike Curtis. Es ist ein Matt in vier Zügen. Kleiner Haken an der Aufgabe ist, dass dieser Turm hier eigentlich gar nicht mitspielt, aber das macht vielleicht das Bild noch ein bisschen schöner, deshalb steht der da. Ja, Matt in vier Zügen. Ich zeige hier mal die Lösung. Der Läufer schlägt den Turm und nun drohen zwei Züge, nämlich Turm schlägt Turm oder Turm schlägt den anderen Turm auf D3. Mit Abzug Schach des Läufers und deshalb gibt es hier praktisch auch nur zwei vernünftige Varianten. Alles andere würde hier schneller verlieren. Einmal kann der F-Turm nehmen und nun kommt der Turm nach H8. Man kann hier einmal dazwischen gehen. Jetzt schlägt der Turm auf F8 und nach Turm schlägt F8 kommt nun der nächste Turm und schlägt auf F8. Und die zweite Variante ist so ähnlich. Wenn nun der andere Turm den Läufer schlüge, dann käme entsprechend unten das Turmschach auf A1. Jetzt geht der Turm auf A3 dazwischen. Turm schlägt A3 und schließlich Turm schlägt A3 und Schachmatt. Tja, eine sehr nette Aufgabe. Corona-Schach habe ich auch noch nicht gehört. Vielleicht habt ihr ja ein bisschen Freude dran gehabt. Es grüßt euch, Abquark.